Moin moin meine Lieben, so weiter geht's in unserer Space Opera, kann man sagen. Shanzen Shepard ist hier unterwegs und wir haben jetzt rausgefunden, dass, da hinten steht auch jemand, dass Lorik Quinn ein paar Beweise braucht und die haben wir jetzt beschafft. Da steht irgendwas. Die wollen bestimmt was von uns. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Ups, wer sind Sie? Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Cop-Killern macht? Weil Sie ein Cop sind, dürfen Sie noch lange nicht das Gesetz brechen. Sie haben sich bestechen lassen. Ich muss meine Mission beenden. Und tat, was ich tun musste. Ist mir egal. Schilde sind unter. Oh. Okay. Also ganz ohne Schutz da reinzurennen, ist auch einfach dämlich, oder? Das ändern wir gleich mal wieder. Okay, warte mal kurz die Waffen ändern. So. So, ich muss kurz ausrüsten. Und zwar nehmen wir jetzt mal die... Nee, ich bleib trotzdem mal kurz bei der Waffe. Müssen nur in Schutz, müssen nur in Deckung gehen eigentlich. Und unsere anderen Leute eigentlich auch. Dann müsste das klappen. Wir suchen mal einen anderen an Bord. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Cop-Killern macht? Nee. Weil Sie ein Cop sind, dürfen Sie noch lange nicht das Gesetz brechen. Sie haben sich bestechen lassen. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Stücke zu reißen. Einige hier sehe ich gerade. Wow. Haben wir Raketenwerfer geschossen? Medigel aufgetragen. Heilen. Auch weg. Sind die da unten irgendwo? Ja, ne? Gerade nach. Ach, da ist er. Okay, wir haben die schon mal platt gemacht. Hm. Eigentlich den Stuhl mal weggeballert. Oh, der letzte ist hier auch noch irgendwo, oder? Oh, weg. Hä? In der Wand drin. Okay, dafür gibt es mir schon ein paar Sachen. Jetzt die Frage, wir sind einfach runtergegangen. Sollen wir denn da oben noch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Wir haben ja die Beweise geholt. Ich würde sagen, die bringen wir ihn jetzt einfach. Ja, die bringen wir ihn einfach. Komm, wir gehen zurück zu Gorek, Lorek, wie der auch immer heißt. Und bringen ihm seine Beweise. Dann kann er uns ja vielleicht den Garagenpass geben, den wir brauchen. So. Ich bin ein bisschen gespannt. Falls ihr es noch nicht getan habt, liked, abonniert oder haut auf die Glocke. Spiele ja nicht nur dieses Spiel, spiele auch andere Spiele. Und vielleicht gefällt es euch ja, dass ich nicht ganz so aufgedreht bin und nicht ganz so
abdrehe, aber kann auch sein, dass das zu langweilig ist. Commander, müsst ihr entscheiden. Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolés Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Bevor? Okay. Das war schon fast eine Drohung. So, dann müssen wir zum anderen Fahrstuhl wieder. Der war da oben, ne? Moin Moin, ich habe gerade deine Kollegen gekillt. Yep. Das war ich. So. Das Gute ist, dass man auf seine Kollegen nicht warten muss. Im Fahrstuhl, die kommen einfach auf einmal. Es fehlt eine schöne Fahrstuhlmusik, finde ich. Wird die Atmosphäre des Spiels wahrscheinlich zerstören. Trotzdem finde ich es ganz nett, wenn es sowas geben würde. Da ist Lurik. Ich würde gern kurz mit Ihnen Wir müssen gehen. Erst mit ihr reden, okay. Gucken wir mal. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Ach so, warum sind Sie hier? Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolés Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass Sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Offenbar können wir noch anderen helfen, wenn wir tun, was sie will. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Okay. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Ich habe ja das Gute in mir, Vielen ne? Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Mache ich. Oh, das wird ihm, glaube ich, nicht gefallen. Wir testen es mal. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich frage ihn mal. Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolés aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Oh, ich kann nicht mal irgendwas anderes machen. Ich musste fragen. Wenn Sie nicht wollen, dann nehmen Sie die Beweise. Ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Hoffentlich bin ich nie wieder so sorglos, um in eine solche Situation zu geraten. Ich glaube, Sie brauchen einen Garagenpass. Zusätzlich würde ich Ihnen 500 Credits anbieten. Wäre das okay für Sie? Durchaus okay. Viel Glück, Mr. Keen. Danke für Ihre Hilfe. Ich gehe davon aus, dass mein Büro demnächst noch profitabler sein wird. Na, okay. Ich muss ein paar Leute anrufen. Als erstes Mr. Anolés. Die steht natürlich nicht mehr da. Aber wir haben den Garagenpass, dann ist es halt so gelaufen. Anders als gedacht. Ich hoffe, dass irgendwie... Wir könnten ja mal unsere Schmeicheln oder sowas höher setzen. Einschüchtern setzen wir auch mal höher. Mein Präzisionsgewehr auch mal höher. Machen wir das nochmal so. Bei den anderen. Hier machen wir erste Hilfe, wenn wir bald ein bisschen höher. Medizin. Wächter. Oh, warte mal. Erweitertes Werfen. Bei ihr wird auch werfen. Singularität erhöhen. Base, erste Hilfe. Und der Wissenschaftler im Asari-Bereich. Gut. Fahren wir im Fahrstuhl.
Sollen wir wieder runter zur Garage. Mit dem Pass kommen wir jetzt ja auch da durch. Eigentlich. Wenn sich wieder irgendein Schwachmat aufhält und uns um einen Gefallen bittet, aber ich glaube nicht. So, wir können jetzt glaube ich direkt hier durchgehen. Ich weiß nicht, ob er uns aufhält oder wir einfach hochgehen können. Ja, hochgehen anscheinend. Na, da. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich habe einen Pass. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Ja, der ist echt. Ziemlich schräg an. So. Was für ein Vehikel haben wir denn da? Oh. Wer ist er denn? Oh, einer von denen geht. Nicht so cool. Dann wissen wir jetzt, was in den Kisten war. Hier riecht es nach Ärger. Ah, jetzt so schnell. Weil sie mutig ist, einfach nur hier so. Ich flicke sie wieder zusammen. Ach man, der ist auch flink, ne? Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Niemand kommt rein oder raus. Ha. Ja, jetzt kommt ihr hier rein und wollt irgendwas sichern oder was? Kurz mit ihr reden. Ja, wo kommen die her, sag ich euch. Was haben sie hier gemacht, Commander? Die Geth haben uns angegriffen, wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen Benesia ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Wie viele mehr? Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Es geht immer nur ums Geld, ne? Wie bei uns in der echten Welt. Nichts ist hier, wie es scheint. Geht immer noch ums Geld. Dazu kann ich empfehlen, den Film Don't Look Up zu gucken. Der zeigt nochmal, wie sehr es und wie viel es ums Geld geht immer hier. Ist da irgendwas drin? Nein, schade. Gut, Don ist unser Fahrzeug. Ich denke mal, damit sollen wir loseiern. Das machen wir jetzt. So. Boah. Mit dem Marco fahren wir. Ach, das Ding ist aber auch echt... So, auch langsam hier, du. Das Ding fährt sich wirklich abgefahren. Also kann ich nur, wenn ihr das Spiel spielt, werde ich sagen, was für eine schwammige Steuerung das Ding hat. Obwohl schwammig würde ich sagen. Vielleicht ist es schon präzise irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz schwierig. Ja, da war es. Muss man kurz die Steuerung mal antesten, um zu sehen, wie was wo ist. Das ist der richtige Weg. Ich denke schon. Den anderen Weg hab's ja jetzt hier gar nicht, ne? Es geht nur einmal rauf. Oh, hier ist ein Fahrzeug, das irgendwie Schrott ist.
Schilde weg. Die brauchen wir eigentlich nicht, ne? So, da sind noch ein paar Gegner auf jeden Fall. Die laufen alle hier im Boden. Nein, die landen nicht alle im Boden. So geht's auch. Oh. Oh, ein großer. Die sehen ganz cool aus, finde ich. Irgendwie. Alter. Marco haben die natürlich keine Chance, wie man sieht. Kurz mal rausgehen, hier schon irgendwie sind ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Einfache Dechiffrierung. Aufmachen. Gehen wir mit. Und mehr ist hier nicht. Dann werden wir den nächsten. Mann, das Gefährt hier da? Das Pferd. Na ja, da kommen wieder ein paar Leute. Steuerung, Leute. Ich glaube das gar nicht. Also man steuert das ganze Ding ja mit einem Stick, aber das Ding fährt sich echt abgefahren irgendwie. Na gut. Hui! Irgendwas Großes da vorne. Achso, so ein Geschützturm, okay. Okay, den müssen wir aber wegflanken gleich. Mal rausgehen, ist eng. Kein Kontakt, Commander. Liegt doch irgendwas, ne? Medikieren, okay. Ja, ich dachte, wäre ein bisschen was Aufregenderes, aber das ist es anscheinend nicht. Jetzt. Das ist mal eine lange Part. Also, wir haben schon die Gebiete riesig gemacht hier beim Spiel, muss man sagen. Schau ich mal den ganzen Weg an, den wir fahren können da. Kann man nicht übertrieben schnell, ich habe Angst, dass ich hier runterstöße. Oh, da drüben ist noch ein Geschützturm. Wenn wir fahren, trifft uns ja eh nicht, aber... Kann ich schon vorsichtig sein. Ich weiß die Frage, ob sie einfach mal Geschütztürme aufgestellt hat, während sie hier hochgefahren ist, diese Patriarchin. Ich weiß es nicht. Oh, oh.
ein bisschen Angst, wenn ich ziele, dass ich hier gleich abstürze. Da hinten ist der Turm, okay. Auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Okay. Auf der anderen Seite. Da oben irgendwo. Kann man jetzt nicht sehen. So müssen hier auf jeden Fall rein. Dann kommen wir mit. Sicher. Ja, auch. Um die Ecke, bitte. Ich treffe ihn gar nicht in der Fall. Ah. Also ich glaube, die... Ich sollte mir vielleicht vorher kaputt machen. Aber ich glaube, es ist nicht so gesund, die leben zu lassen. Die Titan, aber der ist bestimmt gar nicht so unstark. Hier. Oh. Oh, wie dumm war das denn? Den habe ich gar nicht gesehen, dass der sich rangeschlichen hat, da. Okay, mal machen. Das war ja wirklich blöd gerade. Aber die Idee, hier hinter zu stehen, war eigentlich gar nicht so schlecht. Da oben war noch einer. Jetzt mal kurz aufpassen, wir sehen da irgendwie der Wisch kriegen. Jetzt mal tot. Ja. Gut. Jetzt den großen Typen noch, ne? Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Ach so. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Gut.
Guck mal, was da hinten ist. Wir müssen den Hauptstrom wieder einschalten. Ja, bloß wo finden wir den? Aber das finden, kriegen wir schon wieder hin. Hier ist ein Upgrade-Kit. Da können wir hier längs müssen, aber. Das sieht danach aus. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Sie wollen sich nicht nur nach außen verteidigen, sondern auch ihre Leute drinnen unter Kontrolle halten. Oh, das ist aber uncool. Oder? Okay, das ist eine Fahrstuhl. Können wir hier mal längs gehen? Mittelschwere Dechiffrierung machen wir auch nochmal. Okay. Hier geht's in die Cafeteria. Machen wir doch mal in die Cafeteria. Mal sehen, was es hier so gibt. Was ist das da oben denn? Ein Hummer! Okay, der sieht ein bisschen fies aus. Okay, müssen wir vielleicht hier hoch? Da drin. Schön ist es nicht. Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Also was das war, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall eklig aus. Hier liegt noch was. Alles mitnehmen, ne? Gerade die Medikits sind natürlich ganz gut. Die Gels. Wir werden uns ja schon ein, zweimal verletzen. Das ist doch so ein Viech. Hat er meine Tante getötet? Wird schon wieder. Ja, wollte ich gerade sagen. Komm her. Hauen wir mal ein bisschen Energie rein. Das ist ja gemein. Wo kam der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Nun gut. Gut. Mal sehen, was uns beim nächsten Mal hier erwartet. Ich bin gespannt. Ihr vielleicht auch. Bis dahin. Tschüss.